Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich bin heute hier am Bärenwald Müritz. Ich hatte das durch Zufall gesehen, das stand jetzt nicht in diesem Reiseführer, nenne ich es mal. Und dachte mir, da halte ich mal an, weil ich auf dem Weg eigentlich bin nach Plau am See. Und das liegt so kurz davor. Hier ist die Karte, ich gucke gerade, wo Plau, da ist der Plauer See. Und jetzt sehe ich gerade gar nicht, wo ich bin. Irgendwo hier in diesem Bereich. Deswegen. Und ja, da habe ich gedacht, das muss ich mitnehmen. Die Tiere, die hier untergebracht sind, werden ärztlich auch betreut, weil es Tiere aus Zoos oder anderen Haltungen sind oder Zirkussen, wo es nicht so gut war für die Tiere. Also, wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut euch mit mir den Bärenwald in Müritz an. Ja, man kommt dann jetzt hier rein und hat dann direkt erstmal hier so einen Plan bekommen, da aufgrund Corona das Ganze eine Einbahnstraße ist und man nicht hin und her laufen darf. Hier kann man ausprobieren, bist du bereit für ein Experiment? Verbinde die Augen und folge dem Handlauf. Was passiert mit dir? Was empfindest du? Werde ich nicht machen, da es verschlossen ist. So, dann geht es jetzt, denke ich mal, hier rum. Was mir ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist jetzt, das Personal war recht, ich würde nicht sagen unfreundlich, aber schon forsch. Ist vielleicht, weil es gerade erst 9 Uhr morgens ist und die noch nicht munter sind, kann ja nicht jeder ein Frühaufsteher sein, aber könnte man vielleicht auch anders machen. Dort ist schon der erste Bär zu sehen. Ich gehe mal rüber. Der Eintritt übrigens hier sind 11 Euro. Ist viel Geld, aber für den Zweck finde ich es okay. Das ist das, was ich mir jetzt bei den Stellplätzen spare, da ich nicht auf dem Campingplatz bin. Dann werden die hier halt reinvestiert. Ist besser für die Bären als für mich. Scheint gerade auf Fütterung zu sein. Und das hier ist Otto. Der kam geboren 1992. Schon beeindruckende Tiere. Hier stehe ich jetzt vor einem Separationsgehege mit 150 Quadratmetern Größe. Da wird extra nochmal ausdrücklich erklärt, dass das nicht artgerecht ist von der Größe. Es aber nur darum geht, die Bären hier in der Zeit unterzubringen, wenn in den Gehegen etwas gewartet werden muss oder Futter versteckt wird. Ähnliches. Hier wird nochmal schön demonstriert, Käfig oder Wald, was denn dann doch sinnvoller wäre für die Tiere. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber sprechen, dass der Wald definitiv die bessere Option ist. In Freiheit wäre natürlich noch besser, aber man muss natürlich auch ein bisschen an den Schutz der Menschen hier denken. Und somit geht es den Tieren jedoch gegenüber ihrem Leben vorher wesentlich besser. Also hier ist es sogar so, dass es aussieht, als wenn die sich hier Höhlen graben würden. Was jetzt durch diesen Maschendraht und diesen feinen Kaninchendraht davor schwer zu erkennen ist. Vielleicht von hier? Von hier sieht man es gar nicht mehr. Müsst ihr mir das mal so glauben. Man hat natürlich keine Garantie bei solchen Anlagen hier, dass man überhaupt Bären sieht, weil die ja doch recht weitläufig sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ist halt für einen guten Zweck. Auch dort erkennt man wieder schön, wie eine Höhle gegraben wurde.
Ja, hier ist auch nochmal was für die jüngere Fraktion oder Eltern, wenn sie mit ihren Kindern hier sind, damit die zwischendurch, wenn man nichts an Bären sieht, sich mal kurz austoben können. Sieht noch sehr neu aus, die Anlage. Also viele Flächen hier auf dem Gelände sind wirklich schön angelegt. Ich gehe mal davon aus, dass die Tiere sich halbwegs wohlfühlen, auch wenn sie trotzdem Gefangene sind. Ja, hier ist die letzte Ruhestätte einiger Bären. Ich finde, dadurch, dass man hier Namen, Geburts- und Todesdaten hat, kommt einem das doch noch näher, als wenn man nur sagt, ein Bär ist gestorben. Hier auch nochmal alle mit Bildern. Hier ist das Ganze nochmal digital nachempfunden, wie die Missstände bei der Bärenhaltung sind oder waren. Nee, eigentlich sind sie noch so. Ich kenne es als Kind vor, ich sag mal, 35, 40 Jahren, dass ein Zoo in Lippstadt war, wo genau nach dem Eingang, ja, es könnte dieser Zwinger sein, war, wo auch noch hier die linke Hälfte ein Wasserbecken war in der Größe von Meter mal Meter 50 oder sowas. Und auf der anderen Seite lag der Bär immer. Kann ich mich noch gut daran erinnern, dass mir das Tier da schon immer leid hat. Ja, dort drüben war gerade ganz kurz ein Bär zu sehen, aber der hat mich gehört und ist direkt panisch weg. Kann man ja auch verstehen. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, da ich noch alleine hier bin, dass die Bären vielleicht noch nicht ganz so aufgescheucht sind und man den einen oder anderen hier noch zu Gesicht bekommt. Aber es sieht wirklich schlecht aus. Jetzt könnte man sagen, oh, 11 Euro Eintritt, alles für die Katz. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist ja für einen guten Zweck. Und dass die Tiere sich hier nicht auf dem Präsentierteller hinlegen, sollte ja auch klar sein. Trotzdem hätte ich mich gefreut, so ein, zwei mehr zu sehen. Das Ganze gibt es auch, was ich weiß, gibt es vielleicht auch mehrere, in der Nähe von Bad Füssing. Da hatte meine Mutter mir das mal gezeigt. Und da konnte man auf so eine etwas höher gelegene Plattform gehen und das Gelände so ein bisschen überblicken. Und den ein oder anderen Bären dann auch sehen. Wäre vielleicht hier auch eine Option, sowas anzubieten, weil dann ist man trotzdem weit weg von den Tieren, aber hätte die Möglichkeit, zumindest den einen oder anderen Blick zu erhaschen. Hier gibt es den Naturentdeckerpfad, entdecke die Wildnis der Bären. Da gehe ich natürlich jetzt auch noch durch. Ist vielleicht eher für Kinder gedacht, aber da kommt das Kind dem Manne wieder durch. Ja, ist auch so ein bisschen Psychologie hier. Braunbär, Einzelgänger oder Rudeltier? Da ich eher einzeln unterwegs bin, gehe ich mal hier lang, wie der Braunbär es auch machen würde. Das ist wirklich gut gemacht. Was frisst der Braunbär? Banane und Bambus oder alles, was an Obst, Gemüse, Getreide zu kriegen ist? Und dann muss man die Richtung wählen, was man meint, das richtig ist. Wer kann besser riechen? Ich nehme mal an, der Bär. Echt gut gemacht. Wird nicht nur für Kinder dann hier wieder ein netter Zeitvertreib. Oh, hier hört man Specht. Wo ruht der Braunbär? Jetzt will ich euch nicht weiter langweilen, wahrscheinlich nervt's schon. Aber dort sieht man den Specht schön.
Na, wo ist er denn jetzt? Im Zoom sehe ich den nie. Da ist er. Ja, und jetzt hier am Ende kommt man dann an der Bärenhöhle raus. Schön gemacht. Jetzt geht's hier weiter über den Bärensteg, wo man dann so einzelne Klappen hat. Ach, da kann man irgendwie was drücken hier. Ach, dann hat man hier die einzelnen Geräusche der jeweiligen Tiere. Das ist ja auch schön gemacht. Ja, schon ein Erlebnisfaktor. Dann würde ich sagen, man drückt erst. Nee, weiß ich gar nicht. Siebenschläfer, okay. Tja, da schalte ich mich jetzt erstmal durch. Ja, die Rutsche werde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht benutzen und dann wieder zurückgehen. Wenn jemand mit Kindern hier hinkommt, lohnt sich das auf jeden Fall. Alleine schon wegen diesen ganzen Nebenschauplätzen, die hier angeboten werden. Jetzt fängt es leider gerade wieder an zu regnen. Aber das hat mich ja noch nie abgehalten. Oh, da vorne sind drei Bären. Und die sehen sehr entspannt aus. Die kriege ich vielleicht vor die Linse. Ja. Die sind auf jeden Fall entspannter hier. Wenn es gerade sehr viel raschelt im Hintergrund, ich versuche krampfhaft meine Kapuze aufzusetzen. Naja, so richtig happy ist der auch nicht. Aber es geht, glaube ich. Hier ist der nächste zu sehen. Ich möchte die Wege nicht verlassen, sonst könnte man hier noch 5-6 Meter an den Zaun gehen. Daher einmal so durch den Zaun das Bild. Hier ist der dritte Bär, was ich vorhin sagte. Das ist die Ida und die scheint schon ein bisschen aufgeweckter zu sein. Und da kann man hier auch direkt am Zaun wieder stehen und das Ganze mal filmen. Hat sie nicht vertrauensvolle Augen? So kann man sich täuschen, ne? Wenn man da jetzt reingehen würde, wäre es wahrscheinlich um einen geschehen. Ja, leider ist für die nächsten drei Tage auch das Wetter mit eher viel Regen, 80% angegeben. Aber man kann es nicht ändern, man kann sich nur darauf einlassen. Und das werde ich wohl dann auch müssen. Jetzt wäre ich fast beim Quatschen mit der Kapuze an einem Bären vorbeigegangen, der da rumläuft. Ach, der hat nur noch drei Beine. Ach Leute. Ich möchte hier weder Richter noch Henker sein, aber ich denke mir mal, dass das Personal hier qualifiziert genug ist, um zu entscheiden, ob das sinnvoll ist mit drei Beinen oder nicht. Jetzt bekommt die Fütterung ihre Zeit hier und da sieht man richtig, wie die nervös werden und alle hier vorne hinkommen. Wir wissen genau Bescheid. Ich gehe mal hinterher zum Füttern. Hier ruft schon die Bären alle. Und die kommen.
Hört ihr das, wie er schmatzt? Oh. Ach, der sucht sich erst die reifesten Früchte. Die duften wahrscheinlich besser. Ist ja schon fast niedlich, wie die essen. Oder fressen. Ja, die gesunden Möhren kommen als letztes, glaube ich. Ja, jetzt verschwindet er wieder Richtung Höhle. Falls ihr dann mehr oder weniger eine Bärensichtgarantie haben wollt, um 10 Uhr so circa ist die Fütterung. Da bekommt man auf jeden Fall welche zu sehen. Und ich denke mir, dass die mehr oder weniger immer die festen Zeiten haben hier zum Füttern. So, und hier kommt nochmal so eine Galerie, wo man sich dann nochmal einiges dazu durchlesen kann, wie es den Bären der verschiedenen Rassen in den verschiedenen Gebieten geht. Ja, hier mit Blick auf Balu, der sich gerade versteckt hinter diesem kleinen Holzhäuschen da. Gute 2,20 Meter groß, 300 Kilo stand hier. Ach, jetzt geht er ganz, naja. Was ich euch noch sagen wollte, ist, dass das hier doch jeden Cent wert ist. Ich habe am Anfang gesagt, es ist ein bisschen schade, dass man die Bären nicht ganz so gut sieht. Aber mit Geduld hat man nach 2 Stunden ungefähr alle Eimer gesehen. Und ist schon ein tolles Erlebnis. Wenn man auch immer so ein bisschen hergerissen ist zwischen, ja, tut mir leid für die Tiere, aber andererseits geht es denen hier ja ganz gut. Besser als vorher alle Male. Ich hoffe, dieses etwas andere Video hat euch auch gefallen. Und das war's jetzt auch für heute mit diesem Video. Macht's gut, euer Markus und der Baloo.